Haben Sie gewusst, dass der Verzehr von solchen Ringelblumenblüten Sie widerstandsfähiger gegen das UV-Licht der Sonne macht? Oder dass die sogenannte Schafgarbe Ihre Haut vor dem Austrocknen schützt bei trockenem Wetter? Nein? Naja, dann nützen wir doch heute die Gelegenheit, altes Wissen über die Heilkräfte unserer Wildkräuter neu zu entdecken. Dazu brauchen wir natürlich professionelle Unterstützung und die bekommen wir auch, und zwar von einer sogenannten Waldläuferin, für mich ein bisschen geheimnisvoll. Jedenfalls herzlich willkommen bei einer Servus, das Wetter auf Servus TV. Damit wir uns heute nicht verlaufen, zeige ich Ihnen kurz, wo wir uns befinden, und zwar im wunderschönen Tirol. Südlich des Kaisergebirges, das sich hier in einer Ost-West-Achse 20 Kilometer lang erstreckt. Und wir sind genau in Going. Das liegt so zwischen der deutschen Grenze und Kitzbühel auf halbem Weg in etwa. So, und jetzt muss ich unsere Waldläuferin finden. Hallo. Hallo, servus, Gregor. Das ist unsere Waldläuferin, die Cornelia. Du bist ja barfuß unterwegs. Ist das nicht ungemütlich an so einem nasskalten Tag wie heute? Nein, für ein paar Stunden ist das gerade richtig. Es geht darum, dass man einfach das ganze Immunsystem stärkt. Ja, die ganzen Fußreflexzonen, die es da so gibt. Ja, dieses heiß, kalt, weich, hart, das tut einfach in einem selber auch was. Ist es auch der Grund, warum du dich Waldläuferin nennst? Das Wort kommt eigentlich für mich aus Südamerika. Da gibt es ein Volk, das nennt sich auch das unsichtbare Volk, lebt im Wald, vom Wald und mit dem Wald. Wenn du so viel im Freien unterwegs bist, bist du natürlich auch dem Wetter ständig ausgesetzt. Wie geht man da damit um? Natürlich braucht man Wolle und Schuhe, das ist keine Frage. Also das heißt ja nicht zurück zum Ursprung, sondern vorwärts zur Urkraft. Und man hat da einfach viele Möglichkeiten, jetzt gerade diese Sachen auch zu essen, die man braucht, die man halt im Geschäft jetzt nicht so kriegt. Du bist ja unter anderem Heilkräuterbotanikerin und wir werden uns heute ein Gericht kochen. Was machen wir denn? Wir machen ein Kröstl, und zwar Topinambur-Kröstl. Entschuldigung, Topinambur? Topinambur, ja. Das ist eine Wildkartoffel und die wunderbar eben jetzt im September dann zum Graben ist. Dann Schafgarbe, ein bisschen Bibernell, Pfefferwurz und Ringelblume aus dem Garten, die kennt fast jeder. Na gut, dann gehen wir uns jetzt noch was sammeln und dann kochen. Ja, da haben wir jetzt die Schafgarbe, die Blüte. Und darunterherum sind die Blätter, um die es halt hauptsächlich geht. Ja, die Schafgarbe ist auch die, die bei Wind und Wetter, also gegen das ganze Austrocknen hilft. Das Kraut ist dem Wind und Wetter ausgesetzt und muss von selber auch Stoffe entwickeln, damit es stark ist, ja, gegen zu viel Sonne oder zu viel Kälte. Und wenn wir das essen, dann kriegen wir auch die Informationen, wie unser Organismus damit zurechtgehen kann. Das hat er jetzt auch mit diesen sogenannten essbaren Landschaften zu tun, wie du das nennst. Genau, ja. 70% kann man essen auf Schritt und Tritt. Und das vermittle ich gerne den Menschen, dass sie sich wieder die ganzen Nahrungsergänzungen aus der Natur holen. Ob das Ampfer ist, Klee, Kirsch, Brennnessel, es ist alles rund um uns. Ah, die kenne ich. Das ist die Ringelblume. Das ist die, die wir jetzt auch fürs Kröstl mitnehmen werden. Sie hat natürliches Antibiotikum, aber gleichzeitig eben Stoffe, Flavonoide, die unsere Haut vor zu viel Sonneneinstrahlung schützt. Von innen heraus. Dann nehmen wir die Blüte mit. Du, der vergangene Sommer, der war zwar sehr heiß, aber es hat auch sehr viele Gewitter gegeben. Wie haben die Pflanzen denn das vertragen? Die Hauswurz, ja, die liebt dieses feuchte, heiße Wetter. Ist auch für uns so eine Art Schutz gegen Verbrennungen, wenn wir auch ins Kröstl tun. Und welche Pflanzen haben besonders darunter gelitten? Ja, alle, die es eben nicht feucht und dampfig wollen. Ja? Hauptsächlich die mediterranen Pflanzen. Ja? Aber wir haben jetzt vor, den Topinambur zu ernten für unser Kröstl. Unglaublich, was das Wetter hier für Kapriolen schlägt. Hier ist nämlich am 25. August ein waschechter Tornado über die Region drüber gefegt und hat eine Schneise der Zerstörung von ca. 10 Kilometer Länge und 1 Kilometer Breite hinterlassen. Laut dem Wetterdienst UbiMed
soll der Sturm eine Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometer erreicht haben. Genau kann man das allerdings nicht sagen, weil sich auf dem Weg des Tornados keine einzige Wetterstation befunden hat. Boah, das ist ja gemütlich da herinnen. Du hast ja schon angefangen. Mhm. Feuer gemacht. Kann ich da was helfen? Ja. Du musst ein bisschen wenden, gell? Du warst hoffentlich weit weg, wie der Tornado da drüber gefegt ist, ne? Wir waren gerade auf einer Hochzeit und sind gerade ins Wirtshaus rein, wo dann hinter uns eigentlich das Wetter losgegangen ist. Alles war schneeweiß, von lauter Hagelkörner. Und natürlich habe ich mir dann als allererstes Gedanken gemacht über die Hütte, ob die wohl noch steht. Die Bäume sind ja fast auf deiner Hütte gelandet. Da. Ja, wenn du aufs Dach schaust, da schaut eh ein Ast durch. Ja, ja. Und was kommt da jetzt noch rein von unseren Kräutern, die wir gesammelt haben? Also das muss ich jetzt ein bisschen brutzeln, lass es ruhig einmal ohne rühren. Ja. Dann gibt es eben die vorgeschnittene Schafgarbe, ein bisschen ein Kirschvogelmehl, aber wichtige Schafgarbe und Ringelblume. Wie das Essen schmeckt, das sehen Sie gleich. Ein bisschen ungewohnt, ja. Aber das hat einen ganz einen tollen Geschmack. Tut man sich eigentlich mit diesem Topinambur auch was Gutes? Ja, aber natürlich. Also es ist so, dass der einfach ganz viel Calcium, Kalium und andere wertvolle Mineralstoffe hat, die jetzt gerade bei diesem Wetter, ja, wo es jetzt so feucht und wechselhaft ist, unser Immunsystem stärkt und uns einfach fit hält. Ja. Das heißt, dieses Gericht macht mich gesünder. Ja, es ist gesundheitserhaltend und fördernd und stärkt uns. Dankeschön für diesen wunderschönen Tag, auch wenn es heute so geregnet hat, aber jetzt sind wir ja im Trockenen und im Warmen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen von dem Kräuterwissen von der Cornelia profitieren können. Und es hat Ihnen Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Ihnen wieder zeigen, wo das Wetter wie wirkt. Servus und Mahlzeit. Ich lasse da ein bisschen noch was übrig. Gell? Ja. Weil ich es ja fast jeden Tag habe. Ach so, ja, bitte. Sag ich nicht nein. Gell?